Grüß euch, ihr Lieben. Heute zum Thema: Ist die Vitamin-D-Einnahme unnatürlich? Beziehungsweise verletzen wir nicht ein natürliches Prinzip, indem wir ein Hormon einnehmen? Ja, also die Fragen habe ich jetzt öfter bekommen in letzter Zeit, wahrscheinlich auch auf Basis der anderen Vitamin-D-Videos. Und darauf will ich mal näher eingehen. Also, ihr seht links oben die Sonne. Und die Sonne scheint ja auf unsere Haut im Sommer oder allgemein in der wärmeren Jahreszeit. Und das Sonnenlicht besteht ja unter anderem auch aus Ultraviolettstrahlung, also die wir nicht sehen können, aber die halt da ist. Und die ist halt wieder unterteilt in UVA, UVB, UVC und so weiter und so fort. Und speziell diese UVB-Strahlung, wenn die auf die Haut trifft und in die Haut eindringt, dann wird dort eine Reaktion mit dieser Vorstufe von Vitamin D herbeigeführt. Und diese Vorstufe wird dann umgewandelt in Vitamin D. Also das, was du rechts oben siehst sozusagen. Und dieses Molekül, was dann entstanden ist, das ist quasi mit Hilfe der Sonne entstanden auf der Haut. Und das ist auch genau die Form, die in Nahrungsergänzungsmitteln drin ist. Und das ist auch die Form, die typischerweise in den Lebensmitteln enthalten ist, auch wenn es natürlich nur sehr wenig ist. Also auch, da ist jetzt ein Fisch abgebildet und ein Glas Milch, aber da ist trotzdem nur ganz wenig Vitamin D enthalten. Also das ist nicht weiter erwähnenswert. Aber das, was da enthalten ist, ist eben auch genau diese Form. So, das heißt, egal, ob du jetzt in der Sonne gelegen hast oder ob du dir die Tropfen gegeben hast aus einer Nahrungsergänzung, das, was rechts oben als Vitamin D steht, das ist quasi dieses Molekül, was du jetzt aufgenommen hast. Und jetzt diejenigen, die sagen, jetzt haben wir doch ein Hormon aufgenommen, die haben nicht ganz Unrecht, aber die haben auch nicht ganz recht. Warum haben sie nicht ganz recht? Also Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin. Ja. Das wurde ursprünglich als ein Vitamin gehalten, als sie es entdeckt haben. Aber mittlerweile ist natürlich klar, dass es kein Vitamin ist, sondern es ist eine, aber es ist auch kein Hormon. Es ist eine Vorstufe eines Hormons. Ja. Das heißt, es wirkt nicht sofort. Ja, eine Vorstufe von einem Hormon muss ja erst noch aktiviert werden oder umgebaut werden, bevor das wirksam ist. Und die Vorstufen wirken nicht. Das heißt, Vitamin D rechts oben, was als Vitamin D bezeichnet ist, ist eigentlich eine Hormonvorstufe. Ein sogenanntes Prohormon. Ja. Und dieses Prohormon wird dann in die Leber geschickt und von der Leber umgewandelt in dieses 25-OHD. Und dieses 25-OHD wird dann in die Nieren geschickt und dort in dieses 1,25-OHD2D umgewandelt. Und das ist dann ein Hormon, was wirkt. Ja, das ist dann das Hormon, was wirkt. Das ist das, was ihr eigentlich wahrscheinlich versteht, wenn ihr an Vitamin D denkt. Ja, das ist dieses Molekül, dieses Hormon, was die ganzen Wirkungen verursacht. Und das wirkt dann eben im Kalziumstoffwechsel, beziehungsweise in der Kalziumaufnahme im Darm. Das hat eine starke Wirkung auf die Muskeln, auf die Knochengesundheit. Knochengesundheit ist bekannt, ja, dass Vitamin D da einen großen Einfluss drauf hat. Und es hat aber noch viele andere Sachen. Es reguliert das Zellwachstum, ja, was speziell in der Krebsprävention sehr wichtig ist, weil Krebszellen wachsen ja uferlos, wenn es dann mal soweit ist. Und von daher ist es sehr wichtig. Es reguliert auch die Immunfunktion. Das heißt, Autoimmunerkrankungen werden sehr viel unwahrscheinlicher, sowas wie MS oder auch Diabetes Typ 1 ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Oder auch solche Sachen wie Hashimoto oder Morbus Basedow, ja, bei der Schilddrüse. Alles das wird deutlich unwahrscheinlicher, wenn Vitamin D in einem großen Maße vorhanden ist. Und auch bei Erkältungen, bei sogenannten Erkältungen, ihr wisst ja mittlerweile, dass das eine Wortmanipulation ist, aber auch da ist es so, die Stärke der Symptome, also wie viele Schmerzen du hast, wie viel Schleimbildung, wie viel Entzündungen etc., das kommt ja alles vom Immunsystem. Und wenn im Immunsystem dieser Faktor Vitamin D fehlt, also dieses 1,25-OH2D, dann schießt das Immunsystem sehr gerne mal völlig über und dann hast du natürlich viel mehr Symptome, wie wenn das Immunsystem moduliert wird. Also nicht nur gestärkt wird, sondern auch kontrolliert arbeitet, dass es nicht völlig überschießt. Und dann hast du natürlich viel weniger Symptome. Dann hast du viel weniger Energieabfall, ja, während dieser Erkältungszeit und du fühlst dich eigentlich immer recht, trotzdem noch recht gut. Ja, du hast natürlich ein bisschen weniger Energie, aber du hast jetzt nicht Schmerzen und Entzündungen bis zum Gehen nicht mehr. Und da ist das meistens nach ein paar Tagen wieder erledigt. Während bei einem Vitamin D-Mangel so eine Erkältung gut und gerne mal 2 Wochen dauern kann und dann hast du halt Schmerzen und ja, Husten und alles Mögliche und das ist einfach nur eine Katastrophe. So, da ist also ein sehr großer Faktor. Und dann natürlich der Blutdruck und die Insulinproduktion, auch die werden von Vitamin D natürlich maßgeblich reguliert. Und demzufolge hat es auch eine ganz große Wirkung bei Diabetes Typ 2 und auch beim Thema Herzinfarkt-Schlaganfallprävention.
Und ja, all diese Wirkungen gehen eben von diesem sogenannten Vitamin D aus, was wie gesagt, das, was du einnimmst, ist ein Prohormon. Das heißt, du nimmst kein fertiges Hormon ein. Das würde ja natürlich im Prinzip widersprechen. Aber ein Prohormon einzunehmen, das entspricht natürlichen Prinzipien. Oder du nimmst die Baustoffe von einem Hormon auf. Aber auf jeden Fall muss der Körper noch irgendwas damit machen, bis es dann ein wirksames Hormon ist. Und das entspricht natürlichen Prinzipien. Und deswegen verletzt du damit auch kein natürliches Prinzip, indem du Vitamin D-Tropfen einnimmst. Ja, dazu wollte ich das nochmal quasi nachreichen. Also so ist das ja, der Werdegang von Vitamin D im Körper sozusagen. Und hier auch nochmal die Erklärung, warum es eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon oder das eingenommene Prohormon ist. In dem Sinne, ihr Lieben, macht euch einen schönen Tag und bis bald.